Auf gar keinen Fall gebe ich mir diesen Scheiß. Wie kannst du es wagen? Oh Gott! Moin moin und hallo liebe Kinder und herzlich willkommen bei Game 2. Wir haben heute eine Sendung, die ist fast zu gut zum Anschauen. Also schnell abschalten. Jetzt erzähl nicht so einen Quatsch. Das ist schlecht für die Retention Rate. Aua, ich meine ja nur. Außerdem sind die Themen gar nicht so gut. Was? Naja, zumindest das erste. Achtung, es folgt nun ein zynischer Beitrag von Tim zu Deliver Us the Moon, einem Spiel, das vielen Leuten gefallen hat. Was aber sicherlich daran lag, dass sie die PC-Version gespielt haben und nicht diese desaströse Konsolenportierung. Gronkh fand es zum Beispiel super, der hat sogar seine Stimme beigesteuert. Also nichts gegen Gronkh, aber Tim fand das Spiel trotzdem schlecht. Er fand aber auch Super Mario Odyssey nicht gut und die letzten Staffeln von Game of Thrones. Ihm ist also nicht zu helfen. Wenn ihr Deliver Us the Moon also gut findet, lasst euch von ihm nichts einreden. Und wenn ihr es nicht gut findet, dann herzlichen Glückwunsch, ihr habt Geschmack. Haha, kleiner Scherz. Hier reingeraten. Ich laufe hier durch eine Raumstation und muss mich in der Rakete auf den Mond schießen. Warum? Pff, keine Ahnung, fragt die dumme Stimme, die ganze Zeit mit mir spricht. Einst schienen die Rohstoffe endlos zu sein. Aber 2030 begann die große Energiekrise. Als unsere Welt beinahe aufgebraucht war, schufen die Weltmächte die World Space Agency, um jenseits der Erde Antworten zu finden. Diese Antwort lautete Helium-3. Das energiereiche Isotop wurde auf dem Mond im Überfluss entdeckt. Damit würde die Menschheit ihren Energiebedarf auf Jahrzehnte decken können. Ein revolutionäres Energienetzwerk übertrug diese Energie zur Erde. Der Mikrowellen-Energietransmitter oder MPT. Für eine Weile schien alles gut. Doch eines Nachts im Jahr 2054 gingen die Lichter aus. Blabla, die Erdbevölkerung hat ihren Planeten zugrunde gerichtet und braucht neue Energieressourcen. Hab ich ja noch nie gehört. Aber hey, ich hab ja nichts Besseres zu tun. Dann starte ich mal die Rakete. Übrigens bin ich dabei komplett alleine. Ey, bei Apollo 13 hatten die eine halbe Armee von Leuten. Und ich muss hier alles selber machen. Ja, gern geschehen. Für die ersten Astronauten vor kaum 100 Jahren war das sicher ein atemberaubender Anblick. Sie sahen eine Erde voller Leben. Und heute nichts als Staub. Wohl eher nichts als Pixel. So, bin jetzt auf dem Mond. Optisch ist das jetzt hier nicht State of the Art, aber ich will mal nicht so sein. War ja auch nicht viel Geld da. Vielleicht kann man ja noch was rausholen, wenn ich den Grafikmodus umstelle. Flimmern. Pixel 3. Scheiße. So, ich soll also die Energiegewinnung wiederherstellen und den Strom zur Erde schicken. Klar, warum nicht? Ist ja nur ein Job, den vorher eine ganze Kolonie von Leuten erledigt hat. Wo die hin sind, weiß niemand und auch nicht, was mit dem letzten Einsatzteam passiert ist, das dem Schmonz hier auf den Grund gehen sollte. Naja, ich werde so rausfinden, ob ich will oder nicht. Irgendjemand hat nämlich an jede Ecke Hologramme und Audiologs gestellt, als wäre das hier ein fucking Museum. Wenn jemand je herausfindet, was hier los war, ich habe es für sie getan. Deine Schwester. Damit sie eine Chance hat. Okay, das ist dann wohl die Geschichte. Sorry, dass ich nicht in Tränen ausbreche, aber das gesichtslose Gestammel hier ist ungefähr so emotional wie Romeo und Julia mit Sockenpuppen. Mal abgesehen davon, dass das meiste davon total abgedroschen ist. Ein Vater, der sich um seine Tochter sorgt? Gähn. Egoistische Politiker, die ein böses Spiel treiben? Wow. Damit das zündet, müsste wenigstens die Inszenierung ballern, aber naja. Ich gehe nicht, Will. Nein, nicht so. Das war keine Bitte. Schafft sie aufs Schiff! Was? Oh, ist das wirklich? Oh! Wow. Gut.
Gut, was soll's. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, wir haben zu tun. Sowohl die Raumstation als auch die Mondbasen sind in ziemlich üblem Zustand. Von einer Station zur anderen zu kommen, ist also gar nicht so leicht. Da muss man schon mal eine verschlossene Tür mit dem Plasma-Cutter aufschneiden oder einen Türcode finden, den die lieben Kollegen freundlicherweise immer auf irgendeinen Zettel gekritzelt haben. Das größte Problem ist aber Strom. Der ist eigentlich überall aus. Um den einzuschalten, muss man entweder so eine Batterie irgendwo reinschieben oder auf einen Schalter an einem Terminal drücken. Manchmal muss man die Batterie sogar vorher irgendwo rausholen, um sie dann woanders reinzutun. Oder erst die Batterie irgendwo reintun und dann auf den Schalter am Terminal drücken. Ja, kein Wunder, dass die einen Genie wie mich hier hochgeschickt haben. Das wirklich Schwierige ist, dass man sich in diesem ganzen Chaos erstmal zurechtfinden muss. Es gibt nämlich keine Karte und es ist saudunkel. Beim Umzug auf die Konsole sind anscheinend ein paar Glühbirnen durchgebrannt. Sehen tut man nämlich oftmals nichts. Und heller stellen lässt sich das Ganze auch nicht. Aber zum Glück gibt's ja eine Taschenlampe. Hallo? Ist das euer Ernst? Gut, also Licht ist Mangelware, da hilft es nicht mehr, den Fernseher heller zu stellen. Kann schon ziemlich nerven. Ab und zu gibt's dann noch Abschnitte, in denen der Sauerstoff knapp wird oder man mit seinem kleinen Roboter-Buddy in Röhren fliegen und Türen öffnen muss. Auch nicht spektakulär, dafür aber eine willkommene Abwechslung. Und ja, ich geb's ja zu, bei den Sauerstoffabschnitten, da kommt schon ein bisschen Spannung auf. Action gibt's sonst aber kaum. Wie auch, man ist ja alleine. Auf dem Weg durch die verschiedenen Stationen gibt's hier und da mal einen Audiolog oder Schriftstücke zu finden, die einem etwas über das Schicksal der Bewohner verraten. Ich will da jetzt aber nicht zu viel verraten, schließlich ist das ja die einzige Motivation, sich das anzutun. Dass es bei dem Zusammenbruch der Energieversorgung aber nicht mit rechten Dingen zuging, das dürfte ja wohl jedem klar sein. Das alles wäre vielleicht sogar unterhaltsam, wenn einem nicht ständig Steine in den Weg gelegt würden. Und damit meine ich nicht die Rätsel. Die fehlende Übersicht, die Lichtverhältnisse und allen voran die Technik. Bei jedem Speichervorgang gibt es einen kurzen Freeze und nicht selten kommt es sogar zum Totalausfall. Ruckeln tut's auch, die Steuerung ist schwammig und die Ladezeiten lang. In Verbindung mit den Abstürzen die perfekte Frustgarantie. Ich geb's zu, ich bin auch keiner von denen, die als Kind Astronaut werden wollten. Aber selbst wenn man sich nichts Schöneres vorstellen kann als eine Mondmission, in dem aktuellen Zustand sollte man davon die Finger lassen und zur PC-Alternative greifen oder auf einen Patch warten. Ey, ganz ehrlich, ich habe auch einfach keinen Bock mehr. Ist mir jetzt egal, was mit den Leuten hier passiert. Ich gehe jetzt an meinen PC und mach da weiter. Aber das hier, ey, das braucht man sich echt nicht geben. Over and out. Ach ja, eine Sache noch. Hier diese Schleichpassage, die zeige ich euch mal noch. Das ist nämlich ganz witzig. Um in den nächsten Abschnitt zu kommen, muss man an diesen Drohnen hier vorbei. Wann die einen sehen oder ob sie auf Geräusche reagieren oder nicht, kann man aber null nachvollziehen. Und nach zwei Treffern ist der Ofen aus und man kann sich wieder eine ewige Ladezeit reinziehen. Und wenn man sich irgendwann mal durchgekrampft hat, merkt man 5 Minuten später, dass man da nochmal durch muss. Hilft nur noch das beste Mittel für schlecht designte Schleichpassagen, einfach durchrennen. So, jetzt bin ich auch fertig. Tschüss. Ja, Kinder, ist ja gut. Die Sendung ist ja noch nicht vorbei. Und das Schlimmste habt ihr schon mal überstanden. Jetzt haben wir ganz was Feines für euch. Wer von euch mag denn Strategiespiele? Jeder natürlich. Und deswegen haben wir gleich 2 Spiele für euch. Ein taktischer Doppelschlag sozusagen. Versteht ihr? Wegen Taktik? Aua! Die Zeit ist ein tückisches Arschloch. Macht man etwas gerne, vergeht sie wie im Flug. Weiß man nicht, was man mit ihr anfangen soll, scheint sie entgegen aller physikalischen Gesetze quasi stillzustehen. Ich habe alles probiert. Wassertropfen zählen, Fernsehen, sogar neue Hobbys. Aber nichts konnte die beißende Langeweile austreiben, die mich dieser Tage quält. Ja, ich würde gerne was zocken, aber was kommt denn schon groß raus? Es wurde schon so vieles verschoben. Tja, und was bleibt mir jetzt? XCOM Chimera Squad? Wenn ich mir das so angucke, kommt mir eigentlich nur eins in Sinn. Auf gar keinen Fall gebe ich mir diesen Scheiß. Wie kannst du es wagen? Gott? Ach was Gott. Ich bin der Strategie-Heiland und ich komme in wichtiger Mission. Ah ja, und die wäre? Na, dich zu bekehren natürlich. Jedem, der rundenbasierte Strategie verschmäht, erscheine ich, um ihn zu erleuchten. Du willst mich erleuchten? Halt dein dreckiges Shooter-Kinni-Maul! Jetzt spricht der Heiland und er erzählt dir was zu XCOM.
Am Anfang, also damals bei XCOM Enemy Unknown, dem Remake des superalten ersten Teils, ging es um eine Alien-Invasion. Im Jahr 2015 kam eine ganze Horde verschiedener außerirdischer Rassen auf die Erde, um mal eben so die Weltherrschaft an sich zu reißen. Um was dagegen zu unternehmen, wurde die Extraterrestrial Combat Unit gegründet, oder eben kurz XCOM. Die haben dann versucht, in taktischen Einsätzen den kleinen grünen Männchen in ihre dünnen Hintern zu treten. Ja, geil. Mal wieder richtig ordentlich die Welt retten, ne? Passiert ja sonst so selten in Videospielen. Richtig. Weil da aber nur so Nulpen wie du das Sagen hatten, hat das Ganze nur so semi funktioniert. Im Nachfolger XCOM 2 waren dann 20 Jahre vergangen, in denen Terror-E.T. und seine Freunde den gesamten Planeten unterjocht hatten. Das, was noch von der XCOM übrig war, agierte nur noch aus dem Untergrund. Also galt es, neue Soldaten auszubilden, um dann ordentlich Widerstand zu leisten. Das hat zum Glück geklappt und irgendwann war Mutter Erde gerettet. Das neue XCOM Chimera Squad spielt jetzt 5 Jahre nach der geglückten Revolution. Aliens und Menschen haben Frieden geschlossen und leben miteinander in den Städten. So auch in City 31, dem Einsatzort der namensgebenden Chimera Squad. Die soll dort nach einem Attentat auf die regierende Bürgermeisterin die Verantwortlichen zur Strecke bringen. Muss ja wieder Recht und Ordnung auf den Straßen herrschen. Wow, also Nachbarschaftswache statt Weltenrettung. Merkst du schon, dass das ein bisschen popelig klingt, ne? Ach was, ist ja schließlich kein Story-Epos. Hier geht's ums Gameplay. Und ob du jetzt einfallende Invasoren oder geiselnehmende religiöse Fanatiker bekämpfst, macht auch nur auf dem Papier einen Unterschied. Ja, gut, aber komm, wie spielt sich das denn jetzt? Zuerst stellst du dir erstmal einen Trupp von 4 Spezialagenten zusammen. Anders als vorher sind das aber keine gesichtslosen Soldaten, sondern Charaktere mit Hintergrundgeschichte und Eigenschaften. Und weil ja seit kurzem alle Freunde auf der Erde sind, kann man zum ersten Mal auch mit anderen Rassen in die Einsätze ziehen. Die bringen dann ihre ganz eigenen Talente mit. Kontakt! Sicher. Diese gilt es dann taktisch klug einzusetzen. Rundenbasiert ziehst du mit deinen Einheiten über das Feld und überlegst, wofür du deine Aktionspunkte am besten einsetzt. Eine erhöhte Position suchen für mehr Treffsicherheit. Granate werfen, um die gegnerische Deckung zu zerstören. Oder doch drauf losstürmen, um den Gegner direkt was auf die Rübe zu hauen. Je nach Einsatz, Vorliebe und Truppzusammenstellung ergibt ein anderes strategisches Vorgehen Sinn. Und im Zweifel kannst du natürlich auch einfach immer draufballern. What? Wie konnte denn der Schuss daneben gehen? Da waren 95% Treffsicherheit. Und zwar auf freiem Schussfeld. Das ist doch Skandal! Du hast wirklich noch nie in XCOM gespielt, oder? Die serientypischen 95% Treffsicherheit sind eben genau das. Eine 5%ige Chance, dass der Schuss daneben geht. Kann also passieren. Und wenn es dann passiert, fühlt es sich immer unfair an. Am besten gehst du also eher auf Nummer sicher. Liegen bleiben! Schau immer genau hin, welche Position die volle oder vielleicht nur die halbe Deckung bietet. Und manchmal musst du tatsächlich auch ins Handbuch schauen, um etwas nachzulesen. Oder weißt du auf Anhieb, was es heißt, wenn jemand zerborsten ist? Eben. Ganz neu im Spiel ist übrigens der Vorstoßmodus. Jedes Mal, wenn du zu einem neuen Bereich kommst, gibt es ein paar Möglichkeiten, wo und wie genau der Einsatzort betreten werden soll. Verschiedene Zugangspunkte bringen nämlich verschiedene Boni und Mali mit sich. Mali ist übrigens die Mehrzahl von Malus. Ah, okay. Also Nachteil. Sprich, das Gegenteil von Bonus. Ja, doch. Also, Vorteil. Ist doch jetzt gut, ich hab's gerafft. Okay, weiter im Text. Im Verlauf des Spiels gibt es auch immer neue Gegenstände und Fähigkeiten, die nur für das Vorstoßen gedacht sind. Und das ist eben super wichtig, weil es die spätere Zugreihenfolge beeinflusst. Alle Einheiten sind auf einem Zeitstrahl angeordnet. So kannst du immer sehen, wer wann an die Reihe kommt und deine Entscheidung nach Dringlichkeit treffen. Allerdings kann es auch schon mal frustrierend sein, wenn man Massen von Gegnern aufgereiht sieht, die alle noch vor dir an der Reihe sind. Und dann nehmen sie deine Leute einen nach dem anderen auseinander. Und wenn dann alle verblutend am Boden liegen, tja, dann hast du's verkackt. Oh, ja, das ist natürlich scheiße, ne? Genau, aber das muss ja nicht sein. Damit es gar nicht erst so weit kommt, gilt es sich auch zwischen den Einsätzen immer gut vorzubereiten. Du kannst Credits einsetzen, um Ausrüstung in der Waffenkammer oder auf dem Schwarzmarkt zu kaufen.
Untätige Einheiten können neue Verbesserungen erforschen oder für frische Fähigkeiten direkt zur Fortbildung geschickt werden. Haben sie dann genug Erfahrungspunkte gesammelt, gibt es eine Beförderung, die auch wieder neue Talente freischaltet. Nebenbei solltest du dann auch noch die Stimmung in den Stadtvierteln im Blick halten, bevor der ganzen Stadt die Anarchie ausbricht. Von Zeit zu Zeit kann man dann noch entscheiden, welches weitere Mitglied des Chimera Squad nach City 31 nachrücken soll. So wächst deine ganz persönliche Truppe auf bis zu 8 von 11 möglichen Recken an. Um alle Mitglieder kennenzulernen, musst du also schon mehrere Durchläufe investieren. Und dadurch, dass viele Elemente der Kampagne zufallsgeneriert sind, gibt's auch sonst genügend Motivation fürs erneute Zocken. Und vielleicht hast du beim zweiten Durchlauf auch ein bisschen mehr Peil von der ganzen Chose, dass du den Schwierigkeitsgrad ein bisschen nach oben korrigierst, du Lulli. Dann kommt das Ganze nämlich schon eher in Richtung echte XCOM-Erfahrung. Hä? Wie? Ich dachte, das wäre das echte XCOM. Nee, mein Lieber. Nicht umsonst spielst du da ein Spin-Off. Der größte Unterschied ist schon mal der fehlende Permadeath. Wenn in den XCOM-Hauptteilen deine Mission in die Hose geht und alle sterben, dann sind deine Soldaten halt futsch. Aber das Spiel geht trotzdem weiter. Wenn im Gegensatz auch nur ein Mitglied des Chimera Squad ins Gras beißt, darf man die Begegnung gleich nochmal von vorne beginnen. Die knapp 30-stündige Story ist im Vergleich zu den Hauptepisoden der Serie ziemlich flach erzählt. Die eigentlich wirklich spannenden Hintergrundgeschichten der Charaktere gibt's nur in der Textbox. Aber wie sollen sie auch Auswirkungen auf die Geschichte haben, wenn du entscheidest, wann welcher Soldat überhaupt auftritt? Bla bla bla, Geschichte. Der neue Comic-Look passt für dieses Spiel ganz gut. Trotzdem wäre zur Auflockerung mal eine Zwischensequenz oder ähnliches ganz nett gewesen. Hier wurde halt ein bisschen gespart. Ist aber okay. Denn eins ist klar, Chimera Squad ist ganz sicher kein XCOM 3. Es spielt sich alles ein bisschen lockerer und fühlt sich insgesamt etwas kleiner, aber auch dynamischer. Cool daran ist auf jeden Fall, dass die Entwickler mal ein paar neue Mechaniken ausprobiert haben, wie den Vorstoßmodus oder die neue Zugreihenfolge. Nicht zuletzt der geringe Preis macht's auch zu einer guten Investition für Einsteiger wie dich, damit sie endlich mal auf den Geschmack kommen. Jeder Fan der Reihe kann aber auch getrost zugreifen, denn es verkürzt bestens die Wartezeit bis zum nächsten Vollpreistitel. So, und was sagst du? Ja, ist ganz nett. Also, ich müsste es halt mal ausprobieren natürlich, ne? Aber ey, im ganzen XCOM-Universum, ne? Da kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Na gut. Weil du so brav aufgepasst hast, habe ich noch etwas für dich dabei, was dir vielleicht ein bisschen mehr liegt. Ja, und was ist jetzt passiert? Guck halt mal auf deinen Bildschirm. Gears Tactics? Gears als Rundenstrategiespiel. Ja klar. Jetzt schaust du doch erstmal an und fick dich ins Knie. Was? Das ist gute Rundenstrategie, habe ich gesagt. Ach so, okay. Also erstmal stelle ich mir natürlich die Frage, ob genau das Franchise, das ein Gewehr mit einer Kettensäge am Lauf geprägt hat, den Sprung ins Taktik-Genre wirklich braucht. Schließlich stand die Gears-Reihe bislang für fett inszenierte Third-Person-Action mit einer ordentlichen Prise Pathos. Aber nur weil Gears Tactics den Sprung in neue Gewässer wagt, ist ja noch lange nicht gesagt, dass nach Spielen wie Dead or Alive Extreme Beach Volleyball der nächste Eintrag im Buch der sinnbefreiten Spin-Offs reserviert ist. Also, fangen wir mal an. Also, zerquetschen wir ein paar Magen. Ja, inszenatorisch macht das Ganze ja schon mal echt was her. Die Modelle sind schön detailliert, nur das ständig Texturen nachladen ist etwas unschön. Trotzdem kommt unweigerlich gewohntes Gears-Feeling in mir auf, was schon mal ziemlich cool ist. Wie herzzerreißend. Mit einem Trupp mal mehr und mal minder bekannter Gears-Gesichter wie Sid Redburn oder Gabe Diaz, dem Vater von Kate Diaz, der Protagonistin aus Teil 5, macht ihr euch auf die Suche nach dem Locust-Wissenschaftler Ukon. Der züchtet nämlich richtig fette Supermonster, was für die Menschheit natürlich gar nicht gut ist. Wer gar keine Ahnung vom Gears-Universum hat, könnte hier und da von ein paar Begrifflichkeiten verwirrt werden. Alles in allem kann man der Geschichte aber auch ohne Vorwissen problemlos folgen. Was aber auch daran liegt, dass sie über ihre Laufzeit von ungefähr 30 Stunden nicht so wahnsinnig tiefgehend ist. Da spielen Chimera Squad und Gears Tactics wohl in einer Liga. Puh. Sieht nach Gears aus, fühlt sich nach Gears an, würde ich sagen. Kannst jetzt das Eingemachte gehen, wa? Ja, dann mach dich mal auf was gefasst. Das ist nicht mehr das 0815-Gebolze, was du so kennst. Ja, ich weiß. Das ist jetzt
Strategie. Jetzt halt die Fresse und zock. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Also, dass sich GS Tactics im Kern am XCOM-Prinzip bedient, ist ja inzwischen klar. Truppen taktisch klug positionieren, Deckung suchen, Feuerschutz geben. Alles schön rundenbasiert und mit einer begrenzten Anzahl von Aktionen, wie man das von deinem XCOM eben kennt. Das hatte ich befürchtet. Der spielerische Unterschied liegt im Detail. Zum Beispiel ist das Schlachtfeld nicht in ein Raster eingeteilt, weshalb ich die Soldaten absolut frei durch die Gegend schicken kann. Außerdem gibt es für jede Einheit pro Runde mindestens 3 Aktionen, die ich in beliebiger Reihenfolge auf Angriffe, Bewegungen und Fähigkeiten verteilen kann. Und, mit am wichtigsten, wer schießt, beendet seinen Zug damit nicht. Das klingt banal, eröffnet in der Praxis aber viele taktische Möglichkeiten. Auch wenn die Umgebung sich im Vergleich zu Chimera Squad nur sehr selten einreißen lässt. Alles in allem fühlt sich das Ganze trotz Genrewechsel ziemlich schnell vertraut an. Das liegt in erster Linie natürlich an Gegnertypen und Vorgehensweisen, die ich aus dem Hauptspiel kenne. Zum Beispiel hier, wo ein feindespuckendes Erdloch mit einer Granate versiegelt werden muss, um weitere Gegnerwellen zu vermeiden. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass aggressives Vorgehen belohnt wird. Wer zum Beispiel zum Finisher ansetzt, bekommt in der nächsten Runde eine Extra-Aktion spendiert. Das klingt nach einer Kleinigkeit, kann in brenzligen Situationen aber den entscheidenden Unterschied machen. Und wenn man es dann mal richtig drauf hat... Was ist denn das für ein Scheiß? Och nö, die 5 Restprozent gehören ja also auch zum Alltag. Tja, ich hab's dir ja gesagt. Gehört halt dazu. Ja, und nu? Ich geb dir mal einen Tipp. Schau mal in die... Menüs! Ja gut, aber warum jetzt der dramatische Unterton? Naja, das sind halt... Menüs! Ja gut, von mir aus. Okay, in Gears Tactics kaufe ich meine Ausrüstung nicht, ich finde sie in Kisten auf dem Schlachtfeld. Ob es sich lohnt, diverse Aktionen für den Umweg zu opfern, weiß man aber erst nachher. Nach Missionsabschluss hagelt's nämlich Loot. Waffenteile für mehr Wumms, Rüstungsteile für mehr Schutz und ein Visier für mehr Präzision. Hammer! Die Teile muss man dann nur noch... Hä? Wo ist mein ganzer Kram jetzt hin? Na, weißt du jetzt, warum der dramatische Unterton da war? Oh ja. Die Menüs sind nämlich echt unübersichtlich. Insgesamt gibt's 5 Klassen, die über unterschiedliche Waffen verfügen. Und weil nicht jedes Teil auf jede Waffe passt, verliert man ziemlich schnell die Übersicht, welcher Baustein jetzt für wen geeignet ist. Und das endet dann meist so, dass man einfach so lange durch die Menüs surft, bis das neueste Mitbringsel gefunden ist. Heilige Scheiße. Ziemlich cool dafür, nach jeder Mission gibt's Erfahrungspunkte. Und mit denen lassen sich die einzelnen Soldaten schön unterschiedlich entwickeln. Zum Beispiel kann ich mir überlegen, ob ich meine Feinde lieber demoralisieren oder für einen Bajonettangriff einen Extrazug spendiert bekommen möchte. Da macht das Herumexperimentieren schon Laune. So, da kann ja jetzt nichts mehr passieren. Ha. Alter! Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Ja, das kannst du aber laut sagen. Zum einen steht mir in der Regel eine zahlenmäßig weit überlegene Gegnerarmee gegenüber. Das ist an sich ja auch nicht schlimm, würde man immer wissen, woher die Feinde kommen. Zufällige Gegnerdrops, die dann aus nicht einsehbarem Gebiet auf mich zustürmen, haben mir nämlich ein ums andere Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Scheiße, hilf mir auf die Beine! Im Kern gibt's aber für jede Situation einen Ausweg, sei es eine gut platzierte Granate oder der Feuerschutz, der eine gegnerische Aktion unterbricht. Gefühlsmäßig schwanke ich aber doch immer wieder zwischen geil, das ist ja schön fordernd und och, das war jetzt aber echt verarsche. Vor allem die fetten Bosskämpfe, von denen es ruhig ein paar mehr hätte geben können, sind echt knackig. Wenn wir dem fetten Brumak hier zum Beispiel seine Tanks vom Rücken schießen müssen, während er uns mit Raketen in Bewegung hält und dazu noch Standardgegner aufkommen, kommt man schon gut ins Schwitzen. Weil es in der Regel aber faire Checkpoints gibt, war ich nie allzu frustriert. Auch wenn ich mir hier und da schon gewünscht hätte, mal selbst speichern zu können. Ach, selbst speichern. Ich glaube, es hackt. Du sollst taktieren und dich nicht langsam durchs Spiel durchknabbern. Ja, du hast ja recht, aber... Ach, jetzt reg dich doch nicht so auf. Wenn du es dann mal geschafft hast, ist der Geschmack des Sieges umso süßer. Ja, kann trotzdem nerven. Ja, ich weiß. Aber konnte ich dich denn jetzt von Gears Tactics überzeugen? Ja, schon irgendwie, aber auch nicht so hundertprozentig.
Alles in allem hat's ja wirklich Spaß gemacht. Es gibt viele taktische Möglichkeiten, es ist schön fordernd und die Inszenierung hat direkt Gears-Gefühle geweckt. Etwas mehr Abwechslung hätte dem Spiel aber gut getan. Gears Tactics konzentriert sich nämlich voll auf seine Story. Im Klartext, man hangelt sich in rund 30 Stunden Spielzeit linear von Mission zu Mission und macht da meistens dasselbe. Soldaten befreien, Punkte halten, von A nach B gelangen. Abwechslung in Form von Bosskämpfen oder solchen Missionen hier, in der ich von feindlichem Bombardement nach vorne getrieben wurde, gibt's einfach zu selten. Und das fällt gleich doppelt ins Gewicht, weil es im Vergleich zu anderen Genrevertretern beispielsweise keinen Basenbaupart gibt, der den Alltag im Feldeinsatz auflockert. Ihr könnt zwar neue Truppen rekrutieren, aber das ist auch eher nettes Beiwerk. Trotzdem passen die Begriffe Gears und Rundentaktik erstaunlich gut zusammen. Auf eine etwas abwechslungsreichere Fortsetzung hätte ich also durchaus Bock. So, zufrieden? Ja, mein Sohn, das hast du gut gemacht. Und jetzt kannst du all die schönen Rundenstrategiespiele dieser Welt nachholen. Ich sag dir das. Hey! Fick dich, Strategie, Messias! Ich geh zum Zirkus! Menschen. Moin zusammen, willkommen zu den News. Los geht's diese Woche leider mit einer unerfreulichen Nachricht. Vergangenes Wochenende tauchten massive Spoiler zu The Last of Us Part 2 im Internet auf, die vielen Fans gezielt die Vorfreude verderben sollten. Verraten wurden Details zur Story, zu den Schicksalen der Charaktere und zum Ende. Es wird vermutet, dass ein unzufriedener Angestellter von Naughty Dog für diesen Leak verantwortlich war. Doch Beweise dafür gibt es nicht. Via Twitter reagierte Naughty Dog schwer enttäuscht und appellierte an die Fans, die Spoiler nicht weiter zu verbreiten. Es gibt aber auch eine gute Nachricht zu The Last of Us Part 2. Nachdem zuletzt der Release auf unbestimmt verschoben wurde, meldet nun der PlayStation-Blog, dass der Titel am 19. Juni erscheinen soll. Und im selben Blogpost wird auch das Datum von Ghost of Tsushima mitgeteilt. Am 17. Juli schon werden wir als einsamer Samurai die mongolische Invasion zurückschlagen können. Schön zu hören, ich hätte gedacht, dass wir noch ein bisschen länger auf diese beiden Klopper warten müssen. Wie lange wir auf neue Episoden des Final Fantasy VII Remakes warten müssen, ist hingegen noch gar nicht klar. Ja, noch nicht mal die Anzahl der Episoden steht fest. Dies ist nachzulesen im kürzlich in Japan erschienenen Ultimania Guidebook, wo die Entwickler auf diese Fragen antworten. Producer Yoshinori Kitase sagt, man habe sich noch nicht für eine Episodenanzahl entschieden. Er gehe aber von einer Trilogie aus. Co-Director Nomura sagt, er würde lieber mehrere kleine Teile in kürzeren Zeitabständen veröffentlichen wollen. Für Xbox-Spieler gibt's aber auch eine interessante Nachricht, denn am vergangenen Dienstag ist die Preview von Project X Cloud auch in Deutschland gestartet. Das heißt zwar nicht, dass jetzt jeder von euch ganz spontan Xbox-Spiele auf sein Smartphone streamen kann, das können nur die wenigen Auserwählten, die sich vorher angemeldet und auch eine Einladung erhalten haben. Doch da die Teilnehmerzahl während der Preview-Phase stetig erhöht werden soll, könnte sich eine Anmeldung auch jetzt noch lohnen. Genaue Details zu den Voraussetzungen sowie ein Anmeldeformular findet ihr auf xbox.com/de. Und apropos Game Streaming, auch Google Stadia hat sich seit langem mal wieder bei seiner Community gemeldet. In einem kurzen Stadia Connect Livestream wurden neue Spiele für die nahe Zukunft vorgestellt. PUBG können Stadia-Nutzer ab sofort spielen und im Sommer sollen weitere Games folgen, darunter Octopath Traveler von Square Enix, das kooperative Bastelspiel Crater, das Bootsrennspiel Wavebreak oder die chaotische Feuerwehrsimulation Amber. Und ab Herbst sollen dann auch Spiele von Electronic Arts erscheinen, zum Beispiel Star Wars Jedi Fallen Order und FIFA. Joa, ganz nett, haut mich aber auch nicht vom Hocker, wenn ich das so sagen darf. Und was ist mit Nintendo-Fans? Haben wir für die denn keine News? Doch, und die habe ich euch in den Ticker gepackt, also let's tick! Rückkehr eines Kultgames. Deadly Premonition 2 hat ein Release-Datum. Der Nachfolger eines der besten schlechten Spiele der letzten Dekade erscheint am 10. Juli exklusiv für die Nintendo Switch. Farbreduzierung. Laut der japanischen Zubehör-Website von Nintendo wurde die Produktion einiger Joy-Cons eingestellt. Betroffen sind die Controller an den Farben Grau, Neongelb und Rot. Ob es diese Farben bald wirklich nicht mehr geben wird und ob dies auch die westlichen Märkte betrifft, ist noch unklar. Zugemacht! Bohemia Interactive hat jenes Entwicklungsstudio in Bratislava geschlossen, welches ursprünglich den Zombie-Shooter DayZ ins Leben gerufen hatte. Doch da DayZ seit einiger Zeit ohnehin von einem Team in Prag betreut werde, sei die Zukunft des Spiels nicht von der Schließung betroffen. Struppig!
Der französische Publisher Micro-Holz hat angekündigt, dass ein neues Spiel zu Adventures of Tintin in Arbeit ist. Bei uns besser bekannt als Tim und Struppi. Das letzte Tim und Struppi-Spiel stammt aus dem Jahr 2011 und basierte auf dem Kinofilm Das Geheimnis der Einhorn. Und damit sind wir fast am Ende, aber wir haben noch eine Last-Minute-Meldung zu Assassin's Creed reinbekommen. Trant, was ist passiert? Wikinger sind passiert, Krogi. Die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Das nächste Assassin's Creed heißt Valhalla und spielt Ende des 9. Jahrhunderts. Als ein Wikinger namens Eivor, der entweder ein Mann oder eine Frau sein kann, bricht man zusammen mit seinen Gefolgsleuten nach England auf, um da Radau zu machen. Auf dem Plan stehen Plünderungen, große Massenschlachten und die Errichtung von Siedlungen. Assassin's Creed Valhalla soll Ende 2020 für fast alle Plattformen erscheinen, also natürlich Xbox One und PS4, aber auch Xbox Series X und PS5. Und natürlich für PC, allerdings wird die PC-Version ausschließlich über Uplay und Epic Games Store vertrieben. Von Steam ist aktuell keine Rede. Aber ja, das ist es. Assassin's Creed Valhalla. Vielen Dank, Trant. Dann soll es aber auch gewesen sein mit den News. Ich sage Tschüss und bis nächste Woche, euer Krogi. Na, Kinder? Das hat doch Spaß gemacht, oder? Aber leider ist der Spaß jetzt vorbei. Aber seid nicht traurig. Nächste Woche geht's weiter. Und bis dahin könnt ihr euch die neue Folge Druck anschauen. Das schauen doch die Kids heutzutage. Und ein Abo könnt ihr auch da lassen. Sonst muss ich nämlich wieder die Keule auspacken. Okay. Wiederschauen. Reingehauen!